Liebe Umweltministerin Schulze, wir freuen uns sehr, dass Sie heute gekommen sind. Gerne. Es ist für Sie ein ganz besonderer Tag, das wissen wir. Und wir haben ein kleines Geschenk. Oh, nee. Na klar, Sie haben Geburtstag. Ja, danke schön. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich darf jetzt übergeben an Boris Frank, den ersten Vorsitzenden unseres Vereins, Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Wir haben auch ein Mikrofon für Sie. Das muss ich noch irgendwo organisieren. Wo ist das Mikro? Ja, genau. Ja, genau. Also, ja, oder Abstand, müssen ja. Sie sagen. Dann machen wir das. Dann, genau. Dann geht's auch. Gut, ja, liebe Frau Umweltministerin, wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind und dass wir Ihnen unsere Studie zur Pestizidbelastung der Luft in Deutschland überreichen können. Wir haben mit dieser Studie nachweisen können, dass sich chemisch-synthetische Pestizide überall in der Luft in Deutschland befinden. Wir hoffen, dass Sie diese Ergebnisse, die wir gefunden haben, sehr ernst nehmen und dass Sie zusammen mit Ihrer Ministerkollegin Frau Klöckner die entsprechenden dringenden Maßnahmen einleiten. Wir haben das in den letzten Jahren mit privaten Mitteln auf die Beine gestellt, diese Forschungsarbeit. Und das ist Forschungsarbeit, die wir eigentlich von der Politik erwartet hätten. Ja, ich gebe Ihnen, überreiche Ihnen hiermit die Studie. Ja. Gut, vielen Dank. Ja, ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Engagement und für die Studie, weil sie eine wirklich wichtige Wissenslücke schließt. In dieser Studie ist jetzt sehr klar zu sehen, dass sich Pflanzenschutzmittel, dass sich Pestizide über die Luft verbreiten, und das ist besorgniserregend. Das ist nicht nur besorgniserregend für den Ökolandbau, das ist besorgniserregend auch für die Natur. Weil das bedeutet, dass diese Pestizide, dass diese Pflanzenschutzmittel überall hinkommen und damit auch überall in der Natur sind. Und wir wissen überhaupt noch nicht, wie dieser Cocktail aus verschiedenen Pflanzenschutzmitteln dann am Ende wirkt. Und deswegen ist es so besorgniserregend. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Es gibt auch Hebel, wie man da dran gehen kann. Hebel auf der deutschen und auf der europäischen Ebene. Ein ganz wichtiger Hebel ist die Zulassung. Da haben wir als Umweltministerium Vorschläge gemacht und sind mit dem Landwirtschaftsministerium in der Diskussion. Das zweite ist die Frage, wie viel Pestizide werden in Zukunft eigentlich noch eingesetzt. Da hat die EU jetzt vorgeschlagen, in ihrer Farm-to-Fork-Strategie den Einsatz um 50% zu reduzieren, 50% bis 2030. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn uns das europaweit gelingt. Und das Dritte ist natürlich, wir brauchen mehr Ökolandbau. Wir haben uns vorgenommen 20%. Ich sage aber auch ganz deutlich, es reicht nicht, wenn 20% dann so arbeiten, dass keine Pestizide in die Luft kommen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die gesamte Landwirtschaft nachhaltig wird. Und das ist noch eine große Aufgabe, die wir da vor uns haben. So eine Studie, wie Sie mir sie heute übergeben, hilft, weil sie ganz deutlich macht, wo die Herausforderungen sind. Und deswegen bin ich heute gerne schnell vorbeigekommen. Wir haben Haushaltsdebatte, also ich gehe gleich wieder ins Parlament zurück. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Unterstützung. Ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und dass Sie das alles finanziert haben. Aber es hilft in der Debatte wirklich sehr. Und deswegen sage ich ausdrücklich nochmal Dankeschön für diese Studie. Vielen Dank. Danke. Ole Hilgert, ARD. Nur ganz kurz, Frau Ministerin, Sie sagen, das ist eine Studie, die weiterhilft in der Debatte. Wie konkret, welche Forderungen oder was von dem, was heute gefordert wird, würden Sie denn in die politische Debatte übernehmen? Es geht ja auch um das Verbot von bestimmten Gruppen von Pestiziden zum Beispiel. Was bedeuten also die Ergebnisse der Studie für Sie in der Arbeit? Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, hier auch nochmal Unterstützung für das zu bekommen, was wir ja schon im Koalitionsvertrag haben. Wir haben im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen Pflanzenschutzmittel reduzieren. Es muss insgesamt runtergehen und wir wollen als ersten Schritt Glyphosat verbieten. Das ist europaweit zugelassen, also man hat nicht viele Chancen, das vor der europäischen Auslaufen sozusagen bei uns schon zu verbieten. Aber wir können jetzt alles sozusagen in die Wege leiten, damit sobald es wieder möglich ist, wir Glyphosat verbieten und vorher eben deutlich den Einsatz reduzieren.
Das ist Teil des Koalitionsvertrags. Ich habe im Insektenschutzgesetz sozusagen meinen Teil getan und setze jetzt darauf, dass der Rest vom Umweltministerium, also vom Landwirtschaftsministerium kommt. Das muss sein und diese Studie ist dafür nochmal deutlicher Rückenwind. Wir müssen das, was wir zugesagt haben, jetzt auch umsetzen. Noch eine weitere Frage? Oh, nein, der Ja, Stefan Völkel aus dem Wendland. Wie wollen Sie es schaffen, aus meiner Sicht die Förderrichtlinien in der EU, also es werden ja heute Masttierställe heute noch gefördert im großen Maße und das bewirkt ja, dass auch Glyphosat und andere Dinge eingesetzt werden. Wie wollen Sie das in Kürze schaffen, dass wirklich ein Switch, dass der Schalter umgelegt wird, Förderung für Ökobetriebe, für Kleinbetriebe und nicht mehr für die mega großen Betriebe? Muss man vielleicht für die erklären, die nicht vom Fach sind. Im Moment ist die europäische Förderung so, dass sie vor allen Dingen nach Fläche geht. Das heißt, diejenigen, die viel Fläche haben, bekommen auch viele Mittel der EU. Das müssen wir verändern. Das ist im Moment die Diskussion, die wir auf der europäischen Ebene für die gemeinsame Agrarpolitik führen, weil es muss der Grundsatz gelten für gesellschaftlich gewünschte Leistungen. Und wir wollen, dass Landwirtinnen und Landwirte die Natur schützen, dass sie uns mit Lebensmitteln versorgen, dass sie viele, viele gesellschaftliche Aufgaben auch für den Landschaftsschutz wahrnehmen. Dafür muss es auch die Möglichkeit geben, Mittel zu geben. Dieses reine nur über die Fläche gehen, das ist ein System, was da nachweisbar nicht funktioniert. Wir führen zurzeit harte Verhandlungen auf der europäischen Ebene, um wenigstens ein Stückchen weiterzukommen. Wir werden es nicht sofort im ersten Schritt schaffen, das alles zu verändern, aber ein bisschen weiterzukommen, die nächste Hürde zu nehmen, das wäre sehr wichtig und das ist das, was im Moment gerade auf der europäischen Ebene verhandelt wird. Aber mehr Geld für Leistung und nicht nur dafür, dass man die Fläche hat. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Vielen herzlichen Dank, Frau Schulze. Ich glaube, wir dürfen Sie jetzt entlassen. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Geburtstag, trotz der Arbeit. Vergessen Sie Ihren Blumenstrauß nicht. Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen. Ich darf jetzt Sie ganz herzlich zum Start der Pressekonferenz im eigentlichen Sinne begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich hier im Raum gekommen sind, als auch ganz zahlreich über Zoom uns online zugeschaltet sind. Mein Name ist Johanna Beer. Ich bin die Geschäftsführerin für das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Wir stellen Ihnen heute die Studie Pestizidbelastung der Luft vor, die in Auftrag gegeben wurde von dem Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft und vom Umweltinstitut München. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auch alle ganz herzlich begrüßen, alle Pressevertreter, die eben über Zoom zugeschaltet sind. Auch Ihre Fragen möchten wir natürlich gerne berücksichtigen. Bitte schauen Sie dazu einfach in den Zoom-Chat. Dort wird es eine E-Mail-Adresse geben, wohin Sie Ihre Fragen richten können. Generell bitten wir Sie bei Fragen, Ihren Namen zu sagen, Ihr Medium und an wen sich die Frage richtet. Bevor wir nun beginnen, werde ich Ihnen noch unsere Podiumssprecher vorstellen. Das ist zum Ersten Boris Frank, der erste Vorsitzende des Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Danach wird sprechen Karl Beer vom Umweltinstitut München, Referent für Agrar- und Handelspolitik. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass die Autorin der Studie hier ist, Frau Dr. Maren Kruse-Plass vom Forschungsbüro Team Integrierte Umweltüberwachung. Ich darf jetzt das Wort übergeben an Boris Frank. Ja, vielen Dank. Als Vorsitzender des Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft vertrete ich zivilgesellschaftliche Organisationen sowie eine große Anzahl an namhaften Bio-Unternehmen aus ganz Deutschland. Wir setzen uns seit vielen Jahren für eine gesunde Ernährung und eine gesunde Umwelt ein. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Hinweise, dass sich chemisch-synthetische Pestizide noch lange nach dem Spritzen auf den Äckern durch die Luft verbreiten. Seit den ersten bekannten Vorfällen vor fast 20 Jahren bemühen sich Landwirte, Privatpersonen und Nichtregierungsorganisationen, diesen Missstand aufzuzeigen. Die Pestizidhersteller
und die Politik haben diese Problematik bisher aber weitestgehend ignoriert. Noch nie wurde in Deutschland von staatlicher Seite untersucht, ob und wie sich Pestizide über die Luft verbreiten. Das haben wir nun nachgeholt. Aus Verantwortung für die Gesundheit der Menschen und um weiterhin unbelastete Bio-Lebensmittel zu ermöglichen, haben wir uns im Januar 2018 zum Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft zusammengeschlossen. Wir haben selber mit privaten Mitteln die dringend notwendige wissenschaftliche Forschung zur Pestizidbelastung der Luft veranlasst. Für unsere neue und bis heute in Deutschland einzigartige Studie Pestizidbelastung der Luft wurde an insgesamt 163 Standorten die Luft auf Ackergifte hin untersucht. Es wurden Standorte untersucht in Städten und auf dem Land, in konventionellen und in Bioagrarlandschaften, in unterschiedlichen Schutzgebieten, in allen Naturräumen Deutschlands. Gemessen wurde die Luft unter 100 Meter oder mehr als 1000 Meter entfernt von den potenziellen Quellen. Die Ergebnisse sind besorgniserregend. Unsere Studie belegt die massive Verbreitung von Ackergiften in ganz Deutschland weit abseits von Äckern. Viele chemisch-synthetische Pestizide und ihre Abbauprodukte verbreiten sich in erschreckendem Ausmaß über die Luft bis in die Städte und Nationalparks hinein. Es befindet sich ein Cocktail an Pestiziden in unserer Atemluft. Das von uns beauftragte Forschungslabor konnte unter anderem das von der Weltgesundheitsorganisation als wahrscheinlich krebserregend eingestufte Glyphosat in allen Regionen Deutschlands und weit abseits von Ursprungsäckern nachweisen. An rund 3/4 aller untersuchten Standorte wurden mindestens 5 und bis zu 34 Pestizidwirkstoffe gefunden. Selbst auf dem Brocken im Nationalpark Harz waren 12 Pestizide nachweisbar. Und auch hier in Berlin, wo wir jetzt sitzen, wurden 18 Pestizide in der Luft nachgewiesen. Insgesamt fanden sich bundesweit 138 Pestizidwirkstoffe und deren Abbauprodukte. 30% dieser Substanzen waren zum jeweiligen Messzeitpunkt nicht mehr zugelassen oder waren noch nie in Deutschland zugelassen. Die Pestizidhersteller haben sowohl der Politik als auch den Landwirten und Landwirtinnen und der Öffentlichkeit seit Jahren suggeriert, dass Ackergifte sich nicht über die Luft verbreiten. Das stellt sich durch unsere Studie als falsch heraus. Wir haben es hier mit Pestizidwirkstoffen zu tun, die also unter falschen Annahmen am Markt zugelassen wurden und die sich kilometerweit in unserer Atemluft verbreiten. Die Natur und wir Menschen sind diesen Stoffen seit Jahrzehnten unwissentlich ausgesetzt. Das Problem wurde von Seiten der Politik und von Seiten der Pestizidhersteller vernachlässigt. Die Risiken für Gesundheit und für die Artenvielfalt sind unabsehbar. Von der Verbreitung von Pestiziden durch die Luft sind auch Biobauern und Biobäuerinnen betroffen. Ihre Ernten werden immer wieder durch chemisch-synthetische Pestizide kontaminiert. Diese durch Pestizide belastete Ware kann nicht mehr als Bio verkauft werden. Die Biobauern und Biobäuerinnen bleiben auf den Kosten sitzen, die letztendlich dann auch die Endverbraucher zahlen. Hier werden Kosten, die durch die konventionelle Landwirtschaft entstehen, den Biolandwirten, Biounternehmen und den Verbraucherinnen, die Bioprodukte kaufen, übergestülpt. Die Tatsache, dass wir alle, die gesamte Bevölkerung in Deutschland, permanent Luft einatmen, die mit Pestiziden belastet ist, ist ein bisher nicht abschätzbares Risiko für die Gesundheit. Und wir atmen nicht einzelne Pestizide ein, sondern ständig einen ganzen Cocktail aus unterschiedlichen chemischen Substanzen. Hierzu gibt es noch so gut wie keine Untersuchung. Die Bundesregierung muss daher dringend die entsprechende Forschung veranlassen. Und wir meinen, dass die Politik aufgrund der neuen Forschungsergebnisse sofort einen Schadensausgleichsfonds einrichten muss, der Ökolandwirte bei einer Kontamination ihrer Ernten entschädigt. Dieser Fonds muss durch die Pestizidhersteller finanziert werden. Das Recht der Biolandwirtschaft auf Koexistenz neben der konventionellen Landwirtschaft muss endlich ernst genommen werden. Vielen Dank.
Herzlichen Dank an Boris Frank. Wir machen nun weiter mit dem Statement von Kai Beer vom Umweltinstitut, Referent für Agrar- und Handelspolitik. Du hast das Wort. Guten Morgen. Diese Studie zur Messung der Pestizidbelastung in der Luft ist Pionierarbeit. Es gab noch nie in Deutschland eine solche Untersuchung, wo wir mit 4 verschiedenen Messmethoden an über 160 Standorten nach hunderten Pestiziden gesucht haben. Die Studie zeigt uns deutlich, dass diese Stoffe nicht unter Kontrolle sind, trotz aller Zulassungsverfahren, trotz aller Kontrollen und trotz aller Bürokratie finden wir quasi überall in der Luft Pestizide. Und am allerhäufigsten finden wir Glyphosat. Glyphosat ist das am meisten eingesetzte Pestizid weltweit und in Deutschland. Und es wird von der Internationalen Krebsforschungsagentur als wahrscheinlich krebserregend bei Menschen bezeichnet. Wir finden es in ausnahmslos jedem einzelnen technischen Sammler, den wir aufstellen. Und in über der Hälfte der Bäume ist in der Rinde Glyphosat. Dass Glyphosat überhaupt noch zugelassen ist, ist eine Folge von mehreren Skandalen. Sie erinnern sich vielleicht, dass deutsche Behörden die Beurteilung diverser Studien einfach 1:1 von den Herstellerfirmen abgeschrieben hatten. Und wir erinnern uns, als Christian Schmidt 2017 unter Bruch der Geschäftsordnung der Bundesregierung eine Mehrheit für die Wiederzulassung von Glyphosat in Brüssel gesichert hat. Und wir decken heute einen weiteren Glyphosat-Skandal auf. Im Bericht der zuständigen Behörde EFSA heißt es nämlich über Glyphosat, ein Ferntransport durch die Luft kann ausgeschlossen werden. Unsere Studie beweist, dass das nicht stimmt. Oben auf dem Brocken finden wir noch Glyphosat, mitten im Wald, im Nationalpark Bayerischer Wald finden wir Glyphosat und hier in Berlin finden wir Glyphosat in der Luft. Bei der Risikobewertung von Glyphosat wurde offensichtlich ignoriert, dass der Stoff sich über weite Strecken durch die Luft verbreitet. Und es ist ja nicht nur Glyphosat überall. Wir haben 4 weitere aktuell eingesetzte Herbizide, die wir in über 80% unserer Sammler finden. Und bei jedem einzelnen davon sagt die EFSA, dass ein Ferntransport entweder ausgeschlossen oder vernachlässigbar ist. Ab heute kann und darf das Thema Ferntransport in den Zulassungsverfahren von Pestiziden nicht mehr ignoriert werden. Ich fordere die Bundesregierung auf, Glyphosat, Penimethalin, Metolachlor, Prosulfocarb und Terbutylazin sofort zu verbieten. Und wer das jetzt nicht so schnell mitgeschrieben hat, der findet es in den Pressemappen hier auf Papier oder digital. Das ist wichtig, die Stoffe müssen eigentlich gleich verboten werden und ich gehe da nochmal ein bisschen konkreter rein. Jeder einzelne dieser Stoffe ist giftig für Wasserlebewesen mit langfristiger Wirkung. Wenn die überall in der Luft sind, dann landen die auch in Gewässern. Und wer das Insektensterben aufhalten will, das nehme ich unserer Bundesumweltministerin ab, dass sie das aufhalten will, der darf nicht zulassen, dass solche Stoffe überall sind, weil sich sehr viele Insekten im Laufe ihres Lebens im Wasser entwickeln. Und ich fordere die EU-Kommission auf, das Zulassungsverfahren für Pestizide in der EU an der Realität anzupassen. Unsere Studie zeigt, dass es auf unrealistischen Annahmen beruht an mindestens 2 Stellen. Nämlich erstens betrachtet es jeden Wirkstoff einzeln. Wir finden aber an manchen Standorten über 30 Stück in der Luft. Was die Kombination dieser Stoffe mit uns Menschen und mit unserer Umwelt macht, wird im Zulassungsverfahren überhaupt nicht betrachtet. Das ist unrealistisch. Und zweitens ist es falsch, einfach nur auf der Basis theoretischer Überlegungen zu beurteilen, ob ein Stoff zum Ferntransport neigt oder nicht. Das wird weder vor der Zulassung gemessen, noch danach weiter beobachtet und auch das ist unrealistisch. Es ist ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich, bei dem, was in Deutschland alles mitgeschrieben und gemessen wird, dass es kein flächendeckendes Monitoring von Pestiziden in der Luft gibt in Deutschland. Und das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL, hat Anfang August eine Studie über die Machbarkeit eines Monitoringsprogramms vorgelegt. Wir sind da schneller, wir legen heute schon Daten vor, finanziert aus Spenden und privaten Mitteln. Aber wir werden das Projekt vom BVL weiter verfolgen und denen genau auf die Finger schauen. Es muss an mehr als 3 Standorten durchgeführt werden. Das ist nämlich die Mindestzahl, die diese Machbarkeitsstudie nennt. Und wichtig ist auch, dass auch die staatlichen Behörden nach Stoffen suchen, die verboten sind. Wir finden bei unserer Untersuchung, das ist wirklich erstaunlich, vieles in der Luft, was wir gar nicht erwartet hätten, und unter anderem 41 Pestizide, die verboten sind. Darunter sind einerseits Altlasten, wie zum Beispiel DDT, das seit Jahrzehnten
nicht mehr erlaubt ist und weil es persistent ist, trotzdem noch in der Luft ist. Wir finden aber auch Stoffe, die erst seit kurzem nicht mehr auf dem Markt sind oder die sogar in unseren europäischen Nachbarländern noch zugelassen sind, in Deutschland aber nicht. Und auch da zeigt sich, dass die Stoffe, die Pestizide, einfach nicht unter Kontrolle sind. Wir glauben, dass ehrlich gesagt Pestizide sind völlig unkontrollierbar. Wir können als Menschen nicht erwarten, dass wir zehntausende Tonnen Gift pro Jahr auf Äcker sprühen und die danach einfach verschwinden. Das wäre auch eine unrealistische Annahme. Und wir schließen uns heute der Forderung der europäischen Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten an, die fordert, den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden innerhalb der nächsten 15 Jahre schrittweise zu verbieten. Dann hat die Landwirtschaft auch etwas Zeit, sich umzustellen. Ich bin überzeugt, dass eine Landwirtschaft ohne Ackergifte möglich ist. Die Studie, die wir heute vorstellen, zeigt einmal mehr, wie dringend sie nötig ist. Vielen Dank. Vielen Dank an Karl Beer. Ich übergebe jetzt an unsere Forscherin Dr. Maren Kruse-Plass, die die Studie verfasst hat. Wir werden danach gern die Fragenrunde eröffnen. Nun aber das Statement von Frau Plass. Ja, hallo, guten Morgen. Mir fällt jetzt die Aufgabe zu, Ihnen 140 Seiten Bericht exklusive den umfangreichen Online-Daten in 5 Minuten zusammenzufassen. Sie sehen mir bitte nach, dass die wissenschaftliche Genauigkeit hier leiden muss. Aber wir fangen ganz einfach an. Wir fragen uns, welche Fragen hat diese Studie gestellt? Da hat Boris Frank auch schon dazu ausgeführt, wir wollten nicht wissen, wie sieht die Belastung aus in exponierten Standorten, direkt an landwirtschaftlichen, großen landwirtschaftlichen Quellen. Das wollten wir auch wissen, aber wir wollten auch wissen, wie sieht es denn aus in Gegenden, die weit weg sind? Wie sieht es aus in Schutzgebieten? Wie sieht es aus in Regionen, die unterschiedliche landwirtschaftliche Nutzung haben? Deswegen haben wir ein ganz weites Spektrum untersucht. Und dazu haben wir jetzt 4 Methoden verwendet. Das gehört zur Beantwortung der Frage. Die 4 verschiedenen Sammelmethoden, die wir verwendet haben, war als allererstes und für mich auch persönlich das allerwichtigste Instrument, war dieser Sammler, den mein verstorbener Kollege noch entwickelt hat. Das Besondere an diesem Sammler ist nämlich, dass er neben der Puff-Matrix, die weit eingesetzt wurde für solche Messungen, auch eine PEF-Matrix hier drin ist, die Glyphosat sammelt. Deswegen war es möglich, diese umfangreichen Glyphosat-Daten überhaupt zu erheben. Als nächstes haben wir Filtermatten aus B- und Entlüftungsanlagen untersucht, die uns Leute zur Verfügung gestellt haben. Die haben die über den Messzeitraum eingesetzt, den wir festgelegt hatten, und es war mal ein Versuch zu sehen, was sammelt denn so eine Anlage, die Stäube normalerweise filtert und Pollen. Dann haben wir Bienenbrot untersucht. Bienenbrot ist eine Matrix aus dem Pollen der Bienen, die sie für ihre Larven verwenden, und die wird auch im deutschen Bienenmonitoring verwendet und schon sehr lange dort untersucht. Wir hatten also Vergleichsdaten. Außerdem haben wir nochmal Rindenproben gezogen. Da gab es bereits eine Studie, die 2019 veröffentlicht wurde, die bereits Ergebnisse von 2014 bis 2018 zusammenfasst. Und in unserer Gesamtschau haben wir diese Ergebnisse auch mit eingeflossen. Jetzt, wie wurden diese Ergebnisse ermittelt? Das ist ein sehr wichtiger Punkt für diese Studie. Die Liste der untersuchten Wirkstoffe wird festgelegt durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das BVL hat eine standardisierte Multimethode zur Bestimmung von Pestizidrückständen in pflanzlichen Lebensmitteln festgelegt. Das ist die ASU-L00.00115. Das müssen Sie sich nicht merken, das steht sehr oft in der Studie. Diese festgelegte Liste untersucht über 500 Wirkstoffe.
Die Untersuchung selbst erfolgte dann durch ein zertifiziertes Labor. Zusätzlich wurden in diesem Labor dann die Werte für Glyphosat, AMPA und Glyphosinat ermittelt. Die Daten, die wir dann vom Labor bekommen haben, das sind die Daten, die online zur Verfügung stehen. In der vom BVL vorgegebenen Liste befinden sich aber auch Stoffe, die nicht oder nicht allein zwingend der Landwirtschaft zugeordnet werden können. Daher haben wir diese Liste nochmal bereinigt, um 6 PCBs, polyklonierte Biphenyle und 8 weitere fragliche Stoffe. Nach dieser Bereinigung verblieben 124 Pestizide und 14 Abbauprodukte in der Liste, die nachgewiesen wurden. Und jetzt möchten wir doch mal sehen, was wir dann gemessen haben. Und da bräuchte ich die erste Grafik. Und wo, die finden Sie, glaube ich, in Ihrer Pressemappe. Sie finden die Grafik in der Pressemappe. Die erste ist die mit den bunten Balken und der Deutschlandkarte in Farbe. Rechts steht Anzahl Pestizide. Gleich hinter der Zusammenfassung, also gleich hinter der Pressemitteilung in Ihrer Pressemappe. Per Zoom möchten wir Ihnen diese Grafiken einblenden. Das macht unser Online-Team. Okay. Haben die meisten die Daten gefunden? Ich halte die Karte noch mal hoch. Die müssen Sie sehen. Wie sehen diese Ergebnisse eben jetzt aus? Zu den Ergebnissen muss ich sagen, selten darf man etwas messen, bei dem die Ergebnisse so klar hervortreten. Die Höhe des Balkens, die Sie vor sich sehen, ist die Anzahl der unterschiedlichen Stoffe pro Standort. Es ist keine Konzentration, es ist die reine Anzahl der Stoffe, die wir vor Ort gemessen haben. Das heißt, wenn wir hohe Balken haben, haben wir viele Pestizide. Wenn wir niedrige Balken haben, dann haben wir wenige Pestizide. Der höchste Balken hat 34 Pestizide. Danach sind die anderen untergeordnet. Die gesamte Breite der Messmethoden ist hier dargestellt. In dieser Darstellung habe ich außerdem eine topografische Karte Deutschlands gewählt, weil in der topografischen Darstellung die landwirtschaftlichen Verhältnisse deutlich werden. Letztendlich kann man ganz klar sagen, da wo gepflügt werden kann, da haben wir auch die hohen Balken. Dort, wo wir einen Untergrund haben, der gesteinig sein kann, muss die Landwirtschaft von extensiver Nutzung abziehen. Es ist einfach weniger Ackerbau. Ich denke, das kann man sehr gut vergleichen mit den Ergebnissen, die wir hier haben. Genau. Da führe ich außerdem noch aus. Außerdem wollte ich noch sagen, dass die Passivsammler die aussagekräftigsten Ergebnisse geliefert haben. Also fantastisch. Bis zu 5 Pestizide je Standorte, und das war im Bayerischen Wald eben, haben wir da gefunden. Man könnte jetzt annehmen, wenn man diese Karte anschaut, und die Werte sind jetzt alle so schön im Norden, im Süden gibt es auch hohe Werte, im Weinbau und Obstbau haben wir auch hohe Werte. Jetzt könnte man annehmen, ja, die Sammler, die standen ja jetzt alle direkt an der Landwirtschaft, direkt am Feld, da muss man ja hohe Werte erwarten. Und deswegen habe ich eine zweite Karte beigelegt. Das ist diese hier, die mit dem blauen Balken. Die ist gleich hinter der anderen Grafik in der Pressemappe, ganz vorne. Seite 4 ungefähr.
blaue Balken. Und hier sind die gleichen Balken dargestellt. Die gleichen Balken wie in den bunten Balken. Hier waren sie gekennzeichnet nach den Matrixen, die wir verwendet haben. Und sie sind die allergleichen Balken, weil wir haben für jeden Standort ein Profil erstellt. Wie war die landwirtschaftliche Nutzung? Wie weit war die nächste potenzielle Quelle entfernt? War es ein Schutzgebiet? Eine ganze Reihe von Kriterien haben wir da festgelegt, die wir auch dann in der statistischen Analyse eingesetzt haben. Und hier sind jetzt diese Standortfaktoren der Distanz zur nächsten Quelle angegeben. Die Standorte, die fern von einer Quelle sind, das sind Standorte, bei denen die potenzielle Quelle mehr als 1 Kilometer entfernt ist. Das sind die hellblauen Standorte. Die Standorte, die zwischen 100 und 1000 Metern von einer potenziellen Quelle entfernt sind, sind die mittelblauen, und die dunkelblauen Standorte sind die Standorte, die wir als Nahbereich gekennzeichnet haben. Da ist die Quelle etwa bis zu 100 Meter entfernt. Man kann auch hier grafisch bereits deutlich erkennen, dass die Anzahl der nachgewiesenen Pestizide pro Standort nicht von der potenziellen Quelle abhängt. Jedenfalls nicht deutlich. Und das war mir ganz wichtig, das zu sagen, weil das doch ein Kriterium ist, das für den Ferntransport spricht. Denn das wirklich Wichtige in der statistischen Analyse dazu war, dass der wirklich deutliche Faktor, mit dem sich die Werte unterscheiden, weder die landwirtschaftliche Intensität ist, die auch durchaus einen Einfluss hat mit 13%, oder die Distanz der Quelle, die auch einen Einfluss hat, also wie weit die Quelle entfernt ist, mit 6%, aber der wirklich wichtige Faktor für die Werte ist der Naturraum, in dem der Messstandort war. Das heißt, der große Unterschied besteht in den Werten dann, wenn man einen Standort hat im norddeutschen Tiefland oder ob man in das Alpenvorland oder das östliche Hügelland geht. Das ist der Unterschied, wie hoch die Anzahl der Pestizide festgelegt werden kann. Das ist der bedeutende Faktor. Diese Daten sind komplex verknüpft. Unser Statistiker hat sein Bestes gegeben. Es sind hier keine ganz einfachen Antworten zu finden, aber das ist die Gesamtzahl, die Statistik ausweist. Das ist auch ein deutliches Indiz dafür, dass die Werte, wie wir sie sehen in Deutschland, dass da eine gewisse Durchmischung in der Luft schlichtweg stattfindet. Und dass wir deswegen die Naturräume uniformer verteilt sind. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass in den Ergebnissen eindeutig belegt werden kann, dass man von einem weiträumigen Transport von Pestiziden ausgehen muss. Ausgebrachte Pestizide bleiben nicht am Feldrand. Und das wäre es von mir aus. Vielen Dank, Frau Platt. Herzlichen Dank für die 3 Statements. Ich darf jetzt die Fragerunde eröffnen. Wir werden das folgendermaßen machen. Ich nehme immer 2 hier aus dem Saal dran und dann werden 2 Fragen online gestellt, die über die E-Mails reingekommen sind. Ich werde zu Ihnen kommen und Ihnen jeweils das Mikro vor die Nase halten. Gibt es Fragen? Und wenn ja, bitte nennen Sie immer Ihren Namen, das Medium, für das Sie berichten und an wen die Frage gerichtet ist von unseren Podiumssprechern. Die Analytik ist ja inzwischen sehr sensitiv. Deswegen stellt sich die Frage, welches Ausmaß, also
wie hoch sind eigentlich die Werte, die Sie gemessen haben? Was waren da Spitzenwerte und wie bewegt sich das im Durchschnitt in etwa? Manfred Kriener, freier Journalist. Ja, Frau Kuseplass. Wie gesagt, Sie dürfen die Daten auch gern selber online anschauen. Es ist eine schwierige Frage, weil wir ja so viele Stoffe untersucht haben und es natürlich stoffspezifisch sehr unterschiedlich ist, was wir sehen. Es ist keine Frage eindeutig der Analytik, dass die Analytik jetzt so sensitiv ist, dass sie diese Werte, die wir finden, im ganz kleinen Bereich sucht. Also wir haben hier schon genug Material. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Ergebnisse, die wir hier präsentieren, das sind die Ergebnisse, die wir von März bis November gemessen haben, in einem bestimmten Zeitraum. Es ist ein Jahresergebnis. Es ist keine Sache, wo Sie jetzt sagen können, okay, am 23. Juni wurde jetzt so und so viel in der Luft gemessen. Wir haben eine Studie über das Jahr gemacht. Was die Daten sehr gut können, ist abbilden, wo jetzt Orte sind, die sehr belastet sind und Orte, die weniger belastet sind. Das geben die Daten wirklich sehr, sehr gut wieder und später auch in den Konzentrationen. Die Konzentrationen sind eher schwierig, weil man dann wirklich plötzlich Werte hat, die unheimlich hoch sind. Man kann auch sehr gut erkennen in den Daten, wo es Momente gegeben hat, wo wir Abdrift hatten. Wollten wir ja explizit nicht haben, Abdrift, aber es hat auch Momente gegeben, das gibt der Einfall in Baden-Württemberg mit sehr hohen Werten an Vollpet im Weinbau und die sind einfach überragend alles andere. Also solche Fälle kann man sehr deutlich erkennen, aber man kann eben auch erkennen, dass Vollpet zum Beispiel auch am Brocken gefunden wird, wo jetzt nun kein Weinbau ist. Keine hohen Werte, aber es wird eben gefunden. Da haben wir dann 20 gegenüber 7600. Also man kann gut sehen, dass da eine Spannbreite ist in den Werten. Und uns war der Nachweis alleine jetzt eigentlich schon mal sehr wichtig, aber die wirklich belasteten und unbelasteten Standorte sind in den Daten gut erkennbar. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Vielen Dank, Frau Plass. Ich würde dann noch eine Frage hier im Raum dran nehmen. Bitte wieder Namen und Medium auch. Ja, Jens Heisterkamp, Zeitschrift Info 3, Frankfurt am Main. Meine Frage vermutlich am ehesten an Herrn Frank. Und zwar, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Bioproduktion und im Anschluss natürlich auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher von Bioprodukten? Inwieweit kann man da eigentlich von Belastungen ausgehen und wie schränkt das und schädigt das eigentlich den Biolandbau und die ganze Produktion, die da anhängt, ein? Gerne. Also momentan ist es so, dass die gesamten Kosten für die Qualitätssicherung, die Analysen und eben auch für kontaminierte Ernten bei den Biobauern landen. Das ist das Problem, das wir haben. Also die haben Tausende, Hunderttausende an Euro geben die aus im Endeffekt, um das alles vorher zu erkennen, und bleiben auf den Schäden sitzen. Ja, und ich glaube, das ist der Skandal, den wir da haben. Wenn wir mehr Biolandwirtschaft haben wollen, möglich machen wollen, ja, dann muss es eben genau diesen Biobauern und Bäuern möglich gemacht werden, zu arbeiten, Landwirtschaft zu betreiben, ohne dass ihre Produkte, die ernten, ständig diesen Gefahren ausgesetzt werden. Beantwortet das die Frage, ich glaube, das ist die Situation, die wir momentan haben. Also, und das ist eigentlich der Skandal, das ist das, was man hier sieht, ja? Dass da ständig eine Gefahr ist, die, gegen die Sie sich, gegen die Biobauern sich wehren müssen. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig, das muss sich ändern. Ja. Karl Beer wird auch noch Stellung nehmen. Die Folge von dem ganzen Aufwand, den die Biobetriebe da betreiben, ist dann natürlich, dass der Biokonsument am Ende ein unbelastetes Produkt bekommt. Ja. Also wenn das Teil der Frage war, dann hat er das schon auch beantwortet, aber nicht explizit gesagt, deswegen wollte ich nochmal dazu sagen, die Kosten steigen dadurch, aber du bekommst da immer noch im Bioladen ein unbelastetes Produkt. Herzlichen Dank. Ich darf jetzt abgeben an meine Co-Moderatorin, die Fragen
der Pressevertreter übers Internet kurz jeweils vorlesen wird und dann an die Person hier auf dem Podium richten wird. Liebe Almut, du darfst loslegen. So, ich habe eine Frage von Sabine Leipold von der Agrar heute. Das hat Frau Plass schon ein bisschen beantwortet, die erste, aber da ist noch ein zweiter Teil drin. Es sind insgesamt zwei Fragen. Wie hoch waren die gemessenen Konzentrationen und inwieweit kann aus diesen Konzentrationen eine Belastung in Bio-Lebensmitteln festgestellt werden? Stichwort Kontamination der Ernte. Eigentlich haben wir das gerade schon beantwortet. Oder gibt's, genau. Dann würde ich die Frau Plass noch. Ich würde tatsächlich gerne noch was dazu sagen. Entschuldigung. Ich würde tatsächlich gerne noch was dazu sagen. Weil wir hatten einen Fall, wo tatsächlich ein Landwirt große Probleme hat, seine Produkte zu vermarkten. Und es ist kein kleiner Betrieb. Dort stand ein Sammler und es war die höchste Belastung an Pentimetalin. Also es war schlichtweg da. Das fand ich ein ganz frappantes Ergebnis. Wie soll man dem Mann helfen? Der kann nichts tun. Und er hatte mehrfach schon Probleme. Das dazu. Danke, Frau Plass. Die zweite Frage von Frau Leopold ist, wie wurden die Quellen abgeklärt? Entstammen alle Wirkstoffe nachweislich aus Pflanzenschutzmitteln? Geht auch an mich, oder? Geh mal, ja. Also wir verlassen uns da ganz auf das BVL. Das BVL gibt die Liste vor, das BVL gibt die Analytik vor. Wir nehmen an, wenn das BVL das vorgibt in dieser ASU, dass wir uns dann auch darauf verlassen können, dass das, was wir messen, auch das ist, was da sein sollte. Also wir können, denke ich, wirklich sicher sein, dass wir diese Stoffe gemessen haben. Karl Beer noch dazu? Vielleicht. Also in dieser ASU-Liste vom BVL sind auch ein paar Stoffe drin, die, obwohl Pestizide drüber steht, keine Pestizide sind. Das sind die ganzen PCBs, das hat Frau Plass vorhin schon gesagt, die wir rausgerechnet haben. Da sind auch ein paar Repellents dabei, von denen wir davon ausgehen müssen, dass die nicht in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Die haben wir alle rausgerechnet. Und was dann noch bleibt, sind ein paar einzelne Fungizide, die wir mit in unserer Liste mit drin haben, die zum Beispiel Tolylfluorid. Das war bis 2006 in der Landwirtschaft als Fungizid im Einsatz. Das ist aber auch als Holzschutzmittel im Einsatz gewesen. Also es gibt so einzelne Fälle, in denen wir nicht 100% die Landwirtschaft ausschließlich verantwortlich machen können. Das haben wir aber im Großen und Ganzen alles mit großem Aufwand rausgerechnet, um tatsächlich von Pestiziden sprechen zu können. Also wir haben uns da wirklich angestrengt. Dann gibt es noch zwei Fragen von Franz Botens. Zum einen, muss eine Haftung für Pestizidproduzenten eingeführt werden und ist eine Klage von Bürgerinnen gegen die Pestizidhersteller oder die EFSA wegen Gesundheitsgefährdung möglich? Vom Imkerverband Rheinland-Pfalz. Karl? Ich mache die zweite Frage, die erste darf Boris. Die Antwort ist ganz klar nein. So wie das juristische System in Europa funktioniert, können wir nicht auf der Basis von Belastung, die wir gemessen haben, auf jetzt eine Klage gegen die Herstellerfirmen oder die Zulassungsbehörden machen. Man könnte, wir haben das tatsächlich vor vielen Jahren, als es um die Zulassung von Glyphosat ging, schon mehrfach auch durchgespielt, was man da machen könnte. Es ist weder eine Amtshaftungsklage sinnvoll durchführbar, noch irgendwelche, wir haben auch eine Strafanzeige ja schon mal versucht gegen Monsanto und das BVL, das funktioniert alles deswegen nicht, weil die Behörden untereinander aufeinander vertrauen und auch aufeinander vertrauen müssen. Und das ist ein Unterschied im europäischen System zum amerikanischen System, wo ich ja am Ende im amerikanischen System das Recht habe, als betroffener Bürger dann zu klagen gegen die Herstellerfirma. Im europäischen System schafft dieses ganze Zulassungsverfahren für die Herstellerfirma auch Rechtssicherheit. Das ist für die ein großer Vorteil, deswegen unterwerfen sie sich dem im Endeffekt dann auch gerne. Also wir haben da keine Chance. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist dieses Zulassungsverfahren, das nachweislich auf unrealistischen Annahmen beruht, politisch anzugreifen.
Und auch da muss man wieder sagen, am Ende sind im europäischen System diese Zulassungsentscheidungen politische Entscheidungen, wo die Risikobewertung zwar von Wissenschaftlern und Behörden gemacht wird, aber das Risikomanagement, die Antwort auf die Frage, wie viel Risiko diese Gesellschaft eingehen möchte, von gewählten Politikern beantwortet wird. Das finde ich auch sehr demokratisch. Und da muss man dann halt am Ende Mehrheiten finden für eine Risikominimierung, wenn man diese Risikominimierung will. Danke. Boris, hast du es noch auf dem Schirm? Oder? Einmal bitte noch die Frage. Genau. Muss eine Haftung für Pestizidproduzenten eingeführt werden? Ja, ich meine, das ist das, was wir fordern. Wir fordern einen Schadensersatzausgleichsfonds, den die Pestizidhersteller finanzieren müssen. Dass eben genau die Biobauern und Biobäuerinnen, die auf ihren Ernten sitzen bleiben, die geschädigt werden, dass die da entschädigt werden durch diesen Fonds. Ja, das ist das, was wir wollen, weil momentan hilft ihnen niemand. Und teilweise gibt es Bauern, die einfach gewisse Produkte gar nicht mehr anbauen, weil sie ständig auf den Schäden sitzen bleiben und die lassen es dann einfach. Ja? Das ist ja eben auch etwas, was man gar nicht mitbekommt in der Öffentlichkeit. Herzlichen Dank. Wir gehen jetzt wieder hier in den Raum. Sie dürfen sich gerne melden, wenn Sie eine Frage haben. Ja, nochmal jemand? Sie wollten noch? Danach Sie. Bitte Name und Medium kurz. Ja, guten Tag, Pascal, mein Name. Ich bin unter anderem Co-Vorsitzender eines Umweltvereins im Norden Berlins für Pestizidvermeidung und eine pestizidfreie Landwirtschaft, Mürrenbecker Land. Wir stellen fest, am Rande unseres Wohngebietes, dass unsere Kinder, darunter auch meine eigenen Kinder, mit 2000-prozentige, 20-fache Glyphosat-Überschreitungen in ihrem zarten Körper konfrontiert werden. Wir stellen fest, ja, dass unsere Bäche und dass unsere Amphibien und Störche kurz nachdem die ökologische Felder aufgenommen oder übernommen wurden von konventionellen Landwirten, einfach vernichtet, zerstört wurden oder die Störchenbabys überhaupt absterben. Die Frage ist, haben wir betroffene Bürger, die am Rande dieser konventionellen Felder, landwirtschaftlicher Felder leben, haben wir eine Chance auf Zukunft, dass unsere Familien, dass unsere Kinder nicht krank werden, wir sind schon jetzt krank, dass diese Laborwerte nicht mehr so aussehen und dass wir überhaupt das Recht auf körperliche Unversehrtheit, was im Grundgesetz spezifiziert und deutlich spezifiziert wird, überhaupt in diesem Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2020 wahrgenommen wird. Vielen Dank. Ich würde die Frage Boris, Karl, bitte. Ich würde sagen, ja, selbstverständlich haben wir eine Chance, dass diese Situation sich ändert. Es ist möglich, Landwirtschaft zu betreiben ohne diese ganzen Giftstoffe. Das beweisen tausende Biobauern in Deutschland jeden Tag mit ihrer Arbeit. Und wir brauchen eine politische Entscheidung, die verhindert, dass so Schäden wie die, die Sie beschrieben haben, auftreten. Das ist ja auch realistisch, dass das passiert. Deswegen sitzen wir ja hier. Vielen Dank, Karl. Dann darf ich hier noch die Frage abnehmen. Ja, meine Frage, Frau Kruse-Plass nochmal. Sehen Sie eine Korrelation zwischen den Hauptwindrichtungen, die wir haben? Wir haben ja meistens Südwest-Westwindrichtungen. Wenn man jetzt hier auf die Karte guckt, sieht man im Nordosten eigentlich besondere Peaks. Also sehen Sie da eine Korrelation, Ferntransport durch die vorherrschende Windrichtung? Und die zweite Frage wäre, ob Sie in den Grenzregionen andere Pestizidprofile gemessen haben, weil da ja auch andere Stoffe zugelassen sind. Herzlichen Dank. Eine ganz tolle Frage, vielen Dank. Über die Windrichtung ging bei uns nicht ein. Die Daten für eine Windrichtung, die lassen sich letztendlich nicht auf einen Parameter zusammenrechnen. Deswegen haben wir Windrichtung nicht berücksichtigt. Da hilft nur sozusagen der gesunde Menschenverstand. Was allerdings diese Ferntransportdaten angeht, fand ich jetzt ein wirklich spannendes Ergebnis, weil es auch ein Ergebnis, das eben nicht nur einmal auftauchte, sondern ich denke, wir haben das vielleicht in so 16 Sammlern oder so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es können auch nur 10 sein.
Aber da haben wir das Ergebnis, dass einmal an der Ostgrenze zu Polen und einmal an der Westgrenze zu Belgien, Frankreich, finden wir Chlorpyrifos. Chlorpyrifos ist in Deutschland nicht zugelassen. Aber in diesen Grenzregionen haben wir wirklich Cluster, wo das nachgewiesen wird. Und auch wirklich ganz erstaunlicherweise, es gibt da zwei verschiedene Formen von Chlorpyrifos. Es gibt das Ethyl und das Methyl. Und auf der einen Seite haben wir die eine Form und auf der anderen Seite die andere Form. Es ist ganz deutlich, ganz auch verschieden. Also ich nehme an, dass wer immer es ausbringt, die gleichen Mittel verwenden, aber an beiden Seiten unterschiedliche. Und dieses Chlorpyrifos, das wollte ich jetzt nur dazu sagen, das ist anscheinend anfällig für Ferntransport, weil es gibt ja die Daten vom Monitoring in Schweden, die oft oder ständig ihre Daten messen auf Pestizidbelastung und sie finden auch Chlorpyrifos. Die sind jetzt dann wirklich weit weg von irgendwelchen Regionen, wo das ausgebracht wird. Herzlichen Dank. Ich übergebe wieder an die Fragen, die online gekommen sind. Danke. Ich habe eine Frage von Claudia Valentin. Sie ist freie Journalistin für Zeit Online. An Frau Plass, bitte gut zuhören, ist ein bisschen länger. In der Studie gab es keine Elaboration von potenziellen Fehlern oder Unsicherheiten der Messungen. Wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja ein Citizen Science-Projekt. Wie genau hat die Probenentnahme stattgefunden und wie viele Menschen haben Proben eingeschickt? Kann man sicher einschätzen, dass diese Probenahme und das Einsenden fehlerfrei passiert ist? Und gibt es ein Unsicherheitsintervall, mit dem die Messungen angegeben werden? Ich denke, der wirklich wichtige Punkt hier ist, oder es gibt zwei wichtige Punkte. Der erste wichtiger Punkt ist, dass die Leute natürlich sehr engagiert waren. Wir haben ein genaues Manual rausgegeben. Wir haben die Proben immer nur gekühlt verschickt. Also sie sind die ganze Zeit gekühlt gewesen. Eigentlich muss man davon ausgehen, wenn die Leute das gut gemacht haben, dann haben wir auch gute Ergebnisse. Ich meine, unsere Datenlage spricht auch dafür, dass das gute Ergebnisse sind. Aber man kann natürlich nicht sicher sein, ob das immer passiert ist. Wenn dem nicht der Fall war, dann sind die Werte ja nicht größer geworden. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Dann sind sie ja eher kleiner. Also von daher denke ich, ist das eher ein Argument zu sagen, okay, man hat dann vielleicht nicht alles, aber meines Erachtens haben wir auf alle Fälle genug. Vielen Dank. Will noch jemand antworten? Oder? Ich glaube, Karl hat noch eine Ergänzung. Das Labor muss uns doch die Unsicherheitswerte auch mitgegeben haben. Das muss doch eigentlich irgendwo drinstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das ohne die... die Messunggenauigkeit. Genau, die Messunggenauigkeit. Ja. Die Messung, wir haben ja eine Bestimmung, wir haben eine Bestimmungsgrenze und die ist natürlich festgelegt, wo man sagen kann, okay, ab diesem Wert, das ist dann auch im Prinzip die Schwankung, können wir keinen genauen Wert mehr festlegen. Aber im Vergleich dazu, was wir gemessen haben, ist das gering. Solche Werte haben wir auch nicht aufgeführt. Ich möchte kurz hier den Co-Autor noch eine kleine Ergänzung sagen lassen. Herr Werner Rosniok hat den statistischen Teil der Studie geschrieben. Sehr gut. Wir haben uns über die Frage der Bedeutung der Messunsicherheit durchaus Gedanken gemacht. Frau Plass hat schon erwähnt, es gibt Nachweisgrenzen und Bestimmungsgrenzen, die vom Labor mitgeteilt worden sind. Die sind in der Auswertung auch berücksichtigt worden. Es gibt auch eine Untersuchung, die wir im Rahmen der statistischen Auswertung gemacht haben, um die Auswirkungen dieser Messungenauigkeiten abzuschätzen. Diese Abschätzung hat aber ergeben, dass sie im Vergleich zu der Streuung, die von einem Standort zum anderen ist, so gering ist, dass wir darüber keine großen Bemerkungen machen müssen. Also die Frage ist zwar von einem Grundsatz her völlig richtig, es hätte ja sein können, dass da enorme Streuungen vorliegen, sind es aber nicht. Herzlichen Dank. Es gibt noch eine weitere Frage. Das ist Herr Jelmer Buys, und zwar aus den Niederlanden. Auch an Frau Plass. Haben Sie auch PSM gefunden, die nie in Europa erlaubt waren,
Pflanzenschutzmittel, genau, PSM, Pflanzenschutzmittel, die nie in Europa erlaubt waren. In den Niederlanden haben wir zum Beispiel das Insektizid Cyanopyraphen gefunden, das nur in Japan erlaubt ist. Ich kann jetzt nur allgemein über die Zulassung sprechen. Das hatten wir ja bereits ausgeführt. Also wir hatten 41 nicht zugelassene Pestizide. Die haben aber immer eine lange Liste. Es gibt eine komplexe Zulassungshistorie dazu. Ich kann jetzt, da müsste ich wirklich in der Liste nachschauen, ich habe die jetzt nicht einzeln abrufbar, die 138, die wir da gefunden haben, das müsste ich mit Jelmer persönlich klären, da muss er mir nochmal schreiben. Ich hoffe, Sie haben es gehört, Herr Buys, Jelmer. Dann gebe ich wieder zurück hier ins Podium, aber wir haben noch Fragen auch über Zoom. Gibt es hier noch Fragen? Ja, Thomas Radetzky vom Magazin Aurelia Aktuell in Berlin. Es ist eigentlich mehr eine Anmerkung, und zwar zu der immer wieder kritischen Frage bezüglich des doch so arg geringen Levels der Belastungen, ob da denn überhaupt Probleme vorliegen können, weil wir haben ja überall diese Belastungen. Und wir wissen eben gerade von den solitären Bienen und den Hummeln, dass extrem geringe Werte von 2 Nanogramm pro Kilo zu, wenn sie immer wiederholt auftreten, zu massiven Störungen des ganzen kognitiven Systems führen. Wir haben Gedächtnisverlust, Orientierungsschwierigkeiten bis hin zu Herzrhythmusstörungen, und das ist seriös wissenschaftlich dokumentiert. Und bei einem einzigen Wirkstoff an der unteren Grenze von Menge, wo man überhaupt gerade noch messen kann. Herzlichen Dank für die Ergänzung. Gibt es noch Fragen? Sonst würde ich sagen, übergeben wir nochmal an die Online-Fragen. Ja, es gibt eine Frage von Frau Annegret Grafen von Bioland, vom Bioland Verlag, Entschuldigung. Verständnisfrage: Wie erklärt sich, dass der Naturraum ein so wichtiger Faktor ist, wie Frau Dr. Kruse-Plass sagt? Windhäufigkeit, Windstärke, Fragezeichen. Das Ergebnis des Naturraums ist natürlich ein statistisches Ergebnis. Die Interpretation obliegt uns. Also ich kann jetzt nur die Interpretation so geben, wie mein Gedankengang dazu ist. Es kann gut sein, dass andere Leute da einen anderen Gedanken haben. Aber für mich persönlich scheint es einfach so, dass wir die Pestizide, die ausgebracht werden, die gehen in die Luft, und einfach durch die Bewegung in der Atmosphäre und durch den Wind werden sie vermischt. Und deswegen bleiben sie wie andere Gase auch so ein bisschen als Wolke. Sie werden weiter transportiert, sie vermischen sich, und daher ist in einem Raum, wo viele ausgebracht werden, sind eben auch viele an vielen Standorten zu finden. Das wäre jetzt mein persönlicher Gedanke dazu. Werner wird da sicher auch noch etwas dazu sagen können. Ja, ich glaube, wir müssen die Frage so verstehen, dass die Fragestellerin meint, ob wir tatsächlich alle Faktoren erfasst haben und ob der Begriff Naturraum nicht eine zu strenge Vereinfachung steht. Natürlich ist es so, dass der Naturraum, so wie wir ihn verwendet haben, ein Surrogat ist für viele Umstände, die sich mit dem Naturraum verbunden haben. Wenn wir über das nordostdeutsche Tiefland reden, heißt das, dass wir gleichzeitig über Landschaften reden, die große Flächen haben, die dem Wind kräftig ausgesetzt wird, auch weil das Meer in der Nähe ist, die aber von ihrer Topografie her zum Beispiel kaum Widerstand gegen Ausbreitung über die Luft darstellen. Das sieht in gebirgigen Gebieten ganz anders aus. Es sieht auch in Gebieten anders aus, die wenig Gelegenheit zur Bodenerosion darstellen, weil sie felsig sind. Das heißt, die Umstände, oder es gibt eine Reihe von Gründen, die erklären, warum der Faktor Naturraum eine so große Bedeutung hat. Und man darf jetzt nicht die geografische Angabe als die eigentliche Ursache ansehen, sondern die Umstände, die einen Standort im Detail beschreiben. Das sind die Dinge, die hervorrufen, was wir gesehen haben. Dankeschön. Dann können wir die nächste Frage dran nehmen.
Ich habe eine weitere Frage von Doris Fenske vom Bayerischen Rundfunk. Es sind zwei Fragen. Zum Thema Verlässlichkeit der Ergebnisse. Kann Manipulation ausgeschlossen werden? Und können Sie bitte nochmal erklären, was die Unterschiede Nord-Süd ausmacht, was jetzt gerade, glaube ich, ganz gut beantwortet wurde? Also die Frage nach Manipulation, kann die ausgeschlossen werden? Nein, das muss ich jetzt hier so sagen, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich denke, wenn man die Ergebnisse anschaut, dann würde man natürlich erwarten, dass in den wirklichen Regionen, die niedrig belastet sind, dass wir da andere Werte haben müssten. Wir würden dann vermuten, dass im Bayerischen Wald nichts gefunden werden könnte. Und im Bayerischen Wald, das war im Nationalpark, die Ranger haben die Proben gewechselt. Da gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass sie kein Interesse hatten, dass hier die Werte verändert werden. Und ich denke auch, wenn man die Werte anschaut, da muss sich die Werte für sich selber sprechen lassen. Wenn man die Werte anschaut, zeichnen sie ein ganz klares Bild. Wirklich selten ist eine Datenbasis so klar lesbar. Deswegen gehe ich davon aus, dass es keine großen Manipulationen gegeben hat, weil wir ja auch nicht nur einen Stoff betrachten. Wir betrachten immer ein Stoffgemisch. Ich weiß nicht, wie man dann, es kann vielleicht sein, dass eine Probe mal zu viel von einem Stoff hat, aber deswegen war mir das auch sehr wichtig, dass die Hauptergebnisse die Anzahl der gefundenen Pestizide sind und keine Konzentrationen von irgendwas. Wir schauen ja drauf, wie viele Stoffe finden wir vor Ort. Und ich denke, also da muss sich jemand sehr viel Mühe gemacht haben, um das abzubilden. Danke. Ich hätte noch eine Frage von einem freien Journalisten. Karl würde gerne auch noch auf die Karl, Frage Entschuldigung, antworten. Karl. Ich möchte es noch einmal rein, weil Frau Prass gemeint hat, man kann Manipulation nicht ausschließen. Das ist ein Citizen Science Projekt gewesen, zum ganzen Teil. Da sind an diesen 160 Standorten 160 verschiedene Menschen beteiligt, die ehrenamtlich uns hier Arbeitskraft zur Verfügung stellen, die sich auch mit an der Finanzierung dieser Studie beteiligt haben. Und ich möchte niemanden von denen unterstellen, dass sie absichtlich hier irgendetwas verändert und manipuliert haben, um Daten zu erzeugen. Ich wüsste auch gar nicht, welche Daten dadurch erzeugt hätten werden sollen. Wenn ich jetzt ein Bio-Imker bin, der hier aus seiner Wabe Bienenbrot ausschneidet, was sollte der getan haben, um da tatsächlich zu manipulieren? Sollte er im eigenen Interesse versuchen, hier möglichst so zu arbeiten, dass nichts mit drin ist, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie er das technisch mit seinem eigenen Wissen machen kann? Oder sollte er was draufschmieren, damit wir mehr finden? Das hätten wir wahrscheinlich auch rausgefunden. Also ich kann, glaube ich, für diese Leute sprechen und sagen, ich gehe davon aus, dass uns hier niemand die Daten manipuliert hat. Darf ich dazu nochmal was sagen? Wir haben den einen Fall von wirklich hohen Werten. Wirklich, wirklich hohe Werte. Und es ist ein Biobetrieb, der möchte seine Produkte verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, es ist einer der am allerbelastetsten Standorte, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch interessiert ist, seine Werte zu manipulieren, weil er möchte Bioprodukte verkaufen. Ich würde gerne eine kleine organisatorische Anmerkung noch dazu machen. In unserer Pressemappe gibt es hinten Blätter für jedes Bundesland. Und dort sind Ansprechpartner für Sie als Journalisten drauf, die Sie jederzeit anrufen dürfen. Das sind Menschen, die bei unserer Studie mitgemacht haben, die Sie befragen können und die Sie über die Studie, über die Probennahme auch gerne einfach interviewen dürfen, um sich selber ein Bild zu machen. Die ist sowohl online als auch in den Pressemappen hier. Gibt es hier im Raum keine Fragen? Dann doch. Ah. Ich hätte noch die Frage, gibt es Georg Kaiser Bio Company, gibt es einen gesetzlichen Grenzwert für die Luftbelastung mit Pestiziden oder gibt es das gar nicht? Also, wäre es denn nicht legitim oder sinnvoll, das zu fordern?
Karl Beer. Ich glaube, das muss Karl Beer. Also, nein, dafür gibt es keinen Grenzwert. Man könnte jetzt hergehen und könnte sagen, ich errechne, und das haben wir nicht getan, das ist nicht bei allen unseren Methoden möglich, aus wie viel Nanogramm pro Kubikmeter Luft ich hier im Durchschnitt in der Luft habe und dann einen den Tagesaufnahmewert, den höchsten, den die EU festlegt, für solche Pestizide nehmen. Das wird zu ganz seltsamen Ergebnissen liefern, allein schon deswegen, weil diese akzeptable Tagesdosis normalerweise ja die Aufnahme im Lebensmittel durch den Magen-Darm-Trakt und nicht durch die Lunge nimmt. Also auch da haben wir eigentlich keinen Wert, mit dem wir sinnvoll rechnen können. Gut. Was den Grenzwert angeht, also ich bin der Ansicht, dass diese Stoffe in unserer Atemluft überhaupt nichts zu suchen haben und dass sie auch überhaupt nichts in Nationalparks zu suchen haben. Das kommt ja aber auf die Böden und die Böden und die Früchte zu uns. Deswegen muss man eine Uhr ansetzen. Ich würde sagen, wir nehmen die Idee auf jeden Fall auf. Herzlichen Dank. Wir müssen jetzt leider, um auch Ihre Geduld nicht überzustrapazieren, aufhören. Wäre das in Ordnung, Stefan? Okay, aber cool. Ganz cool. Ich möchte auf die Ministerin zurückkommen, bin aber sehr erschrocken, wenn sie sagt, innerhalb von 15 Jahren kann es gelingen, keine Pestizide mehr einzusetzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, wir Verbraucher haben die größere Macht, wenn wir uns für Bioprodukte entscheiden, dann können wir diesen Prozess wesentlich schneller forcieren und gestalten. Herzlichen Dank, Almut. Jetzt darf ich nochmal an meine Co-Moderatoren übergeben, glaube ich. Da kommt noch eine Frage. Die allerletzte Frage, weil sonst strapazieren wir uns alle ein bisschen über, aber die beantworten wir jetzt noch. Das ist Jutta Schneider-Rapp, eine freie Agrarjournalistin. Wie viel Bio-Lebensmittel müssen bereits aufgrund zu hoher Pestizidbelastung vom Markt genommen oder als konventionell vermarktet werden? Gibt es Daten oder Schätzungen? Ja, also kann ich vielleicht was zu sagen. Das Schlimme ist, es gibt keine zentrale Stelle in Deutschland, die das erfasst. Wir haben keine Transparenz über das Ausmaß. Es gibt immer wieder Einzelfälle, das wissen wir. Das sind Schäden, die gehen über Zehntausende, über Hunderttausende Euro. Wir vermuten, dass das in die Millionen geht. Aber wir haben keine zentrale Statistik dafür. So, und die brauchen wir. Wir brauchen Transparenz. Gut, herzlichen Dank. Ich würde dann an dieser Stelle sagen, wir schließen die Pressekonferenz. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihr Interesse, sowohl auf Zoom als auch hier im Raum. Sie haben jetzt die Möglichkeit, noch unsere Podiumssprecher zu interviewen. Wir haben dafür den Raum hier. Wir haben noch einen weiteren Raum. Bitte melden Sie sich einfach bei mir, dann versuche ich das gut zu managen, damit Sie zeitnah jeweils die Interviews machen können. Herzlichen Dank. Sie dürfen sich auch noch Kaffee oder zu trinken nehmen. Und wir hoffen auf Ihre Berichterstattung. Auf Wiedersehen.